ist mein zweites Immunsystem. For me, beast milk is the most powerful food in the world. Ina Reinders, heute hier in Immenstadt zum zweiten Mal nach 2007 deutsche Meisterin über die Mitteldistanz geworden. Ja, heute früh schon mit diesem Ziel ins Rennen gegangen. Ja, also ich bin heute Morgen aufgestanden, wusste überhaupt nicht, was ich drauf habe. Ich hatte bisher eine ganz schlechte Saison. Mir wurde im Juni ein Zahn entfernt, weil er veraltet war. Dann konnte ich erst mal zwei Wochen gar nicht trainieren. Die Wettkämpfe, die ich gemacht habe, waren nicht wirklich gut. Wenn man jetzt mal vom Beschütten absieht, das war eigentlich eine ganz okay Leistung, aber danach lief es halt einfach nicht mehr. Und ich wusste auch, dass ich überhaupt keine Form mehr hatte, habe dann gesagt, ich mache jetzt keine Wettkämpfe mehr, bereite mich auf Immenstadt und dann den Half Ironman in Wiesbaden vor. Und von daher ist mir heute echt ein großer Stein vom Herzen gefallen, dass es gereicht hat. Ich habe eigentlich nicht so mit dem Titel gerechnet. Ich wollte für mich ein gutes Rennen machen. Ich habe heute auch gar nicht so auf die anderen geschaut. Klar, zum Ende dann schon beim Laufen. Aber ich wollte einfach mir selber beweisen, dass ich es noch kann. Und ich glaube, das ist mir heute doch gelungen. Viele haben ja heute, sage ich mal, beim Radfahren schon Federn gelassen, sind ausgestiegen. Wie hast du dich auf diese, sag ich mal, am Anfang ja doch nicht mehr mit dem Regen vorbereitet? Ja, eigentlich gar nicht. Also ich bin gestern in München losgefahren bei 28 Grad, habe niemals damit gerechnet, dass es hier heute so kalt wurde. Gestern Abend habe ich dann leicht Panik schon bekommen. Ja, das einzig Warme, was ich dabei hatte, war so ein T-Shirt. Das habe ich dann noch am Ende noch, also kurz vorm Start noch drunter gezogen. Und also in der ersten Radrunde war mir wirklich richtig kalt und ich habe mir auch immer gedacht, wenn es in der zweiten Radrunde genauso regnet. Ich glaube, ich hatte auf meinem SRM 11 Grad und strömenden Regen und da hatte ich schon wirklich Panik, dass ich auch aussteigen muss. Also mir war wirklich richtig kalt. Ich hatte mich vor dem Wettkampf einfach mal mit Melkfett eingeschmiert. Ich wusste nicht, ob es hilft, aber ich hatte am Ende das Gefühl, es hat geholfen, weil das Wasser schön abgeperlt ist von meiner Haut. Und na gut, am Ende kam dann ja die Sonne raus. Da hatte ich schon wieder ein bisschen Angst, dass es zu warm wird, dass ich Probleme mit dem Asthma bekomme. Aber ich meine, bei dem Tempo war es dann kein Problem. Wie groß ist die Genugtuung hier, ja auch als Gesamterste, also vor dem ersten Mann einzulaufen und sozusagen die Geschlechterwertung wieder zu gewinnen? Naja, ich habe es ja vor zwei Jahren schon mal geschafft. Ich habe heute ehrlich gesagt gar nicht so drauf geschaut. In der ersten Runde kam mir der jetzt letztendlich zweite Mann entgegen und er war recht schnell unterwegs. Aber ich habe da jetzt gar nicht so drauf geschaut. Am letzten Wendepunkt habe ich eigentlich auch nur wieder auf die zweite geschaut und irgendwann ist mir dann aufgefallen, dass der erste Mann ja noch weiter dahinter ist. Und dann wusste ich, dass es wahrscheinlich reichen wird, aber mir war der Titel dann am Ende doch wichtiger. Wie ordnest du das Ergebnis jetzt ein im Hinblick auf dein nächstes Ziel, den Halb-Ironman in Wiesbaden? Naja, da ist die Konkurrenz noch mal ein bisschen stärker. Ich habe auch gemerkt, dass zum Ende des Radfahrens hin die Körner ein bisschen ausgingen. Lag vielleicht auch an meiner Taktik, dass ich in der ersten Runde viel zu schnell angefahren bin. Aber ich habe es halt einfach mal versucht. Ich muss noch ein bisschen beim Laufen hinten raus was machen. Aber ich denke, dass der Wettkampf auch ein gutes Training war. Auch wenn ich mich jetzt natürlich erstmal erholen muss. Dann fahren wir übernächste Woche noch eine Alpenüberquerung. Also ich werde jetzt nicht ganz mitfahren, aber da werde ich mal ein paar Berge auf jeden Fall hochfahren. Und dann hoffe ich einfach, dass es in Wiesbaden auf jeden Fall für ein Podiumsplatz reicht. Dann wünschen wir dir dafür viel Glück und viel Erfolg. Danke, Ina. Ja, vielen Dank.